Hallo meine lieben ZuschauersternchenInnen. Heute soll es um ein Thema gehen, welches mir sehr am Herzen liegt, denn wie sicherlich schon vielen von euch aufgefallen ist, versucht man unsere Sprache aus ideologischen Gründen künstlich umzuformen. Es geht um das sogenannte Gendern, welches mittlerweile leider kein Nischenthema mehr ist, sondern jeden im Alltag belästigt und direkt betrifft. Man findet es in Broschüren der Deutschen Post, bei Bescheiden aus dem Rathaus oder sogar auf Spotify und YouTube. Aber woher kommt das Gendern? Was soll das bringen und wer möchte das eigentlich durchsetzen? Es gibt gewisse, vor allem feministisch geprägte akademische Strömungen, die behaupten, dass wir die deutsche Sprache durch weibliche Endungen sowie Sonderzeichen geschlechtergerecht umgestalten müssen, damit sich jedes Geschlecht repräsentiert fühlt. Das soll einen weiteren Schritt zur völligen Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie Transsexuellen in der Gesellschaft darstellen. Aber alleine schon der Begriff gendergerechte Sprache ist falsch und wertend. Denn dadurch wird ausgedrückt, dass Menschen, die nicht gendern, Gegner von Gleichberechtigung wären, was natürlich Unsinn ist. Ich empfehle deshalb grundsätzlich den Begriff Gendersprache zu verwenden. Üblicherweise wird für unbestimmte Gruppen von Personen im Deutschen das sogenannte generische Maskulinum verwendet. Also eine grammatikalisch männliche Endung wie bei die Schüler, die Lehrer oder die Mieter. Nun wird behauptet, dass diese Form diskriminierend ist und sich Frauen damit nicht angesprochen fühlen. Befürworter des Genderns finden sich vor allem in links-grün geprägten Parteien und Organisationen, wohingegen das rechte und konservative Lager tendenziell eher die Gegner dieser Maßnahme stellt. Dadurch wird offenkundig, dass es hier auch einen kontrovers geführten ideologischen und machtpolitischen Faktor gibt und nicht etwa ein natürlicher Sprachwandel stattfindet. Mir persönlich geht es aber explizit nicht um irgendeine politische Richtung, die ich vertrete, sondern um meine Liebe zur deutschen Sprachkultur. Für alle, die noch nicht genau wissen, in welchen Formen das Gendern genau auftritt, möchte ich einen kurzen Überblick geben. Anstatt beispielsweise kurz und praktisch einfach weiterhin die Schüler zu sagen, gibt es zahlreiche Ansätze, wie man die Wörter vermeintlich geschlechtergerechter gestalten kann. Die gängigsten Formen sind hierbei die Doppelnennung, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Bürgermeisterkandidatinnen und Bürgermeisterkandidaten und ähnliches, das Binnen-I, liebe Schülerinnen, bei dem dann ein großes I in der Mitte steht. Sonderzeichen, in erster Linie das Gendersternchen, die SchülersternchenInnen oder aber ein Unterstrich, die Schüler-UnterstrichInnen oder sogar Doppelpunkte, die Schüler-DoppelpunktInnen. Dann gibt es noch den Versuch, völlig geschlechtsneutrale Wörter zu erschaffen, wie zum Beispiel Studierende statt Studenten oder zu Fußgehende statt Fußgänger. Und schließlich die Schaffung völlig neuer abstrakter Wortendungen, wie zum Beispiel ens oder x. Am meisten hat sich in den letzten Jahren das Gendersternchen durchgesetzt, welches jedoch äußerst kontroverse und zunehmend negative Reaktionen auslöst. Ich selbst rechne mich zur Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die diese vorgelebte oder teils sogar schon vorgeschriebene Ausdrucksweise vollkommen ablehnt. Umfragen aus seriösen Quellen, die diese These stützen, habe ich in der Videoinfo aufgelistet. Gendern hat meiner Meinung nach nichts mit Gleichberechtigung zu tun, sondern erzeugt lediglich eine ideologische Kunstsprache, die wiederum völlig neue Probleme und Diskriminierungen schafft, einerseits gegenüber Männern, andererseits gegenüber Ausländern und älteren Menschen, die sich mit Veränderungen schwer tun oder die Sprache gerade erst lernen. Von der unästhetischen Schreibweise will ich gar nicht erst anfangen. Zusätzlich sei jedoch erwähnt, dass ich mich selbst für Gleichberechtigung ausspreche und auch nichts gegen gerechtfertigte Reformen habe. Jedoch betrachte ich dieses Gendern der Sprache als völlig ungeeignet, um dies zu erreichen. In anderen Sprachen, wie Englisch oder Türkisch, in denen es gar keine grammatikalischen Geschlechter gibt, existiert trotzdem Sexismus in der Gesellschaft, also kann dies kein gewichtiger Grund für irgendwelche Ungleichheiten sein. Nachdem wir also nun wissen, was diese Gendersprachideologie will und was ich davon halte, möchte ich sachliche Argumente dagegen aufführen. Dies ist also ein Meinungsvideo, das mit Fakten unterlegt ist, und ich werde in der Videoinfo viele Quellen angeben, die meine Argumentation stützen, sodass ihr euch auch selbst ein Bild davon machen und selbst nachforschen könnt. Da es ein sehr umfassendes Thema ist, werde ich wahrscheinlich nicht alles abdecken können, daher bin ich um weiterführende Kommentare, eigene Erfahrungen oder Links dankbar. Ich betone noch einmal, dass ich mich grundsätzlich für Gleichberechtigung ausspreche und ich lediglich verhindern möchte, dass meine deutsche Muttersprache aus Gründen von Ideologie und Unwissenheit über unsere Grammatik unnötig verkompliziert wird. Unsere Sprache ist ein äußerst wichtiger Teil unserer Identität und unseres Alltags, daher geht es uns alle etwas an.
Zunächst ist zu sagen, dass viele Anhänger der treibenden Ideologien hinter dem Gendern schlicht und ergreifend die deutsche Grammatik nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Im Deutschen haben Wörter grammatikalische Geschlechter, leicht erkennbar an den Artikeln der, die und das. Dies nennt man als Fachbegriff Genus. Das hat aber keine direkte Beziehung zu dem biologischen Geschlecht, dem Sexus. Der Stein ist grammatikalisch männlich, ist aber kein männliches Wesen. Die Kerze ist grammatikalisch weiblich, aber kein weibliches Wesen. Das Mädchen ist auch kein Gegenstand. Es ist also ganz offensichtlich, dass Genus und Sexus im Deutschen nicht das gleiche sind. Wenn ich jetzt also sage, die Sportler, die Mieter, die Patienten und so weiter, dann ist doch hier nur das Wort männlich, gemeint sind aber immer alle Geschlechter. Die Nutzung der männlichen Endungen bei diesen Mehrzahlformen hat sich in der natürlichen deutschen Sprachentwicklung so ergeben, weil es kurz und praktisch ist. Dieses generische Maskulinum ist also ein effizientes Werkzeug der deutschen Sprache, da sie sexusindifferent ist, also geschlechtsneutral. Hierbei muss nochmal ausdrücklich erwähnt werden, dass Frauen nicht nur mitgemeint, sondern direkt eingeschlossen sind. Das generische Maskulinum ist inklusiv und beinhaltet jeden, da es indifferent ist. Das Femininum wiederum ist immer spezifisch. Es sind immer nur weibliche Personen gemeint, wenn ich Freundinnen oder Spielerinnen sage. Auch irgendwelche Sonderzeichen oder großen I's dazwischen ändern nichts an diesem weiblichen Verständnis des Wortes. Genauso gibt es übrigens auch ausschließlich weibliche Formen, wie zum Beispiel die Person oder die Koryphäe. Hieran stören sich diese Ideologen jedoch genauso wenig wie daran, dass man beim Plural immer den weiblichen Artikel die verwendet, also zum Beispiel die Spieler. Generell existieren zudem Wörter mit weiblichem Genus, zum Beispiel die Autorität, die je nach Situation auch oder nur Männer meinen können. Das könnte mich als Mann ja genauso reizen, oder nicht? Ich möchte auch kurz einen guten Kommentar zitieren, den ich einmal gesehen habe. Beim Gendern geht es vor allem darum, sich selbst als den besseren Menschen zu inszenieren. Dabei wird offensichtlich vergessen, dass das generische Maskulinum ein Generikum ist. Dessen Funktion besteht darin, dass es absichtlich nicht auf das Geschlecht einer lebenden Entität verweist. Maskuline Generika sind etwa der Mensch, der Gleichberechtigte oder der Säugling. Feminine Generika sind die Person, die Leiche oder die Geisel. Generika bezeichnen in einem gewissen Kontext eine Gruppe von Personen, bei denen das Geschlecht keine Rolle spielt. Die Behauptung, dass das generische Maskulinum Frauen oder sexuelle Minderheiten nicht mitmeine oder ausschließe, ist also eine Lüge. Ein Generikum kann prinzipiell kein Geschlecht ausschließen oder mitmeinen. Das grammatikalische Geschlecht, Genus, wird also leider viel zu häufig mit dem biologischen Geschlecht, Sexus, gleichgesetzt. Für den Umgang mit der Gender-Debatte in den deutschen Medien ist es wichtig, sich diesen Unterschied immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Im Deutschen gibt es drei Genera: Maskulinum, Femininum und Neutrum. Deswegen sagen wir die Maus, das Schwein oder der Tiger, unabhängig davon, welches Geschlecht das Tier hat. Genauso ist also die Schweden, die Leser oder die Gärtner geschlechtsunabhängig. Das Problem ist also weniger die deutsche Sprache mit ihrem generischen Maskulinum, hier steht die Grammatik nämlich eindeutig auf unserer Seite, sondern eher die Personen, die sich einbilden, nicht gemeint zu sein oder aber bewusst oder unbewusst aus egoistischen Gründen eine Änderung fordern. Gehen wir doch jetzt einmal alle Genderformen in allen Einzelheiten durch. Kommen wir als erstes zu den Doppelnennungen, also liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Schülerinnen und Schüler. Das ist tatsächlich grammatikalisch korrekt, macht die Sprache aber unnötig unleserlich und zersetzt das generische Maskulinum im allgemeinen Sprachgebrauch. Ich gebe euch einmal einen Beispieltext, der natürlich absichtlich überspitzt ist, um zu verdeutlichen, wo das hinführen könnte. Liebe Schülerinnen und Schüler, alle Schülerinnen und Schüler mögen sich bitte in der Aula versammeln, sodass alle Schülerinnen und Schüler ihre Prüfungsergebnisse erhalten können. Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht erscheinen, müssen sich dann später bei ihren Lehrerinnen und Lehrern abholen. Auch lokale Politikerinnen und Politiker werden zugegen sein, um den Schülerinnen und Schülern zu gratulieren. Man sieht also schon, es nervt. Es macht alles länger, unleserlicher, komplizierter und bringt keine Vorteile. In meiner Schulzeit war auch kein einziges Mädchen gereizt oder fühlte sich nicht angesprochen, wenn der Lehrer gesagt hat, alle Schüler gehen jetzt in die Aula. Doppelnennungen bewirken zudem etwas, was eigentlich nicht erstrebenswert ist. Die extreme Fokussierung auf das Geschlecht. Zumal hierbei ja Transsexuelle gar nicht genannt werden.
Wozu also der ganze Aufwand? Selbst wenn sich Mädchen bei Berufen, die auch weibliche Endungen zeigen, geringfügig mehr angesprochen fühlen, bleibt es dennoch absolut unverhältnismäßig, dafür die praktischen Eigenschaften unserer gesamten Sprache zu zerstören. Hier muss man also andere Wege finden, um Frauen davon zu begeistern, alle Berufe in Erwägung zu ziehen. Andere YouTuber wie KuchenTV haben die Studie, die sich damit beschäftigt, auch schon auseinandergenommen. Ich verweise auch gerne auf dieses Video von Die Welt, in dem diese voreingenommenen Studien auch noch einmal gut widerlegt werden und generell nochmal vieles erwähnt wird, was ich aus Zeitgründen nicht aufführen kann. Unbestritten ist im Gegensatz zu diesen Studien der erhebliche Schaden am generischen Maskulinum. Wenn man beispielsweise bei Die Ärzte immer öfter eine weibliche Doppelnennung sieht, wirkt das generische Maskulinum an anderer Stelle plötzlich so, als fehle der weibliche Aspekt. Aus diesem Grund sind auch Doppelnennungen nicht zielführend, selbst wenn sie auf manche harmlos wirken. Man muss seine Position zum Gendern klar festlegen und dann auch konsequent auf alles aus dieser Richtung verzichten. Im Übrigen wird bei dieser Form auch fast immer die weibliche Form zuerst genannt, nur so am Rande. Das sogenannte Binnen-I widerspricht ebenfalls unserer Rechtschreibung, da man nicht ohne weiteres mitten im Wort Großbuchstaben setzen darf. Es ist zudem absolut unästhetisch, wirkt wie ein Fremdkörper und bewirkt vor allem, dass man in keinster Weise noch an männliche Personen denkt, da bei der weiblichen Innenendung immer spezifisch an Frauen gedacht wird. Es schließt damit Männer im Grunde aus. Das Binnen-I wird ja sowieso immer mehr vom Genderstern verdrängt und ist wohl fürs Erste entschärft. Nicht viel anders ist es bei all den Sonderzeichen, vor allem dem Gendersternchen. Glücklicherweise hat der Rat für deutsche Rechtschreibung diesem eine Abfuhr erteilt. Man darf nicht einfach irgendwelche Hieroglyphen mitten in Wörter setzen, denn das ist im deutschen Sprachraum unüblich und stört den Lesefluss. Diese Sonderzeichen werden zudem oft falsch angewendet. Wenn man zum Beispiel Kund-Sternchen-Innen schreibt, ist das männliche Wort Kunde gar nicht enthalten. Es gibt keinen Kund. Auch einen Kolleg bei Kolleg-Sternchen-Innen gibt es nicht. Würde man dieses Beispiel richtig gendern, so müsste man Kolleg-Sternchen-Innen-Sternchen-N schreiben. Bei Ärzten wäre das korrekte Gendern Erz-Sternchen-In-Sternchen-E-Sternchen-N. Bauer-Sternchen-In oder Bäuer-Sternchen-In zeigt ebenfalls, dass man das andere Geschlecht aufgrund des Umlautes gar nicht schreiben kann. Häufig stößt man auch auf Stellenbeschreibungen wie Wir suchen eine Sternchen-In, erfahrene Sternchen-N, Teamleiter-Sternchen-In. Ihr seht schon, mich nervt das Ganze auch extrem. Und dort müssen Männer dann theoretisch zweimal den Teil hinter dem Stern lesen und einmal vorher aufhören, bei Frauen ist es dann umgekehrt. Ja, sogar abgeleitete Eigenschaftswörter müsste man ja dann konsequent gendern. Wie wäre es mit Künstlersternchen-Innen-isch statt künstlerisch? Auch bei der Anwendung des Dativs gibt es Probleme. Ein Beispielsatz: Den Reportern war der Aufwand zu groß. Wenn ich hier von den Reporter-Sternchen-Innen spreche, würde das N bei den Reportern wegfallen und der Dativ wäre gar nicht mehr sichtbar. Ähnlich ist es auch bei die Anzahl von Nutzer-Sternchen-Innen, wo das N von Nutzern ebenfalls fehlen würde. Es schafft also nur eine neue Diskriminierung gegenüber Männern. Auf ein weiteres praktisches Anwendungsproblem stoßen wir bei Formatierungen in Textdokumenten und beim Programmieren. Denn dort können diese Sternchen die Darstellung der Worte verändern oder den Programmiercode beeinflussen. Es bringt diesen besonderen Berufszweigen und allgemein allen Bürokräften also erhebliche Probleme. In Zukunft könnte ein voll gegendertes Wort also vielleicht so aussehen: Bürgersternchen, Innen, Sternchen, Meister, Sternchen, Innen, Sternchen, Kandidat, Sternchen, Innen, Sternchen, Bewerber, Sternchen, Innen. Vielleicht kommt auch noch gleichberechtigt Sternchen, Innen, Führer, Sternchen, Innenschein, Freund, Sternchen, Innenkreis, Nachbar, Sternchen, Innenschaft und so weiter. Ein weiteres wichtiges Argument gegen die Variante mit Sonderzeichen ist die Tatsache, dass eben dieses stumm ist. Das heißt, inmitten des Wortes wird beim Sprechen eine Stotterpause gemacht, also zum Beispiel WissenschaftlerInnen. Oft wird darauf verwiesen, dass auch die Worte vereisen und verreisen zur Unterscheidung mit einer solchen Pause belegt sind. Allerdings ist diese, wie ihr gerade gehört habt, weitaus kürzer, unauffälliger und eine seltene Ausnahme, während die Sprechpause bei gendernden Sprechern überbetont und in fast jedem Satz angewandt wird. Daran dürfte sich kaum ein Mensch im Alltag gewöhnen, da es holprig und unelegant klingt und die deutsche Sprachästhetik zerstört. Kommen wir als nächstes zu den geschlechtsneutralen Begriffen, wie zum Beispiel Studierende statt Studenten oder Backende statt Bäcker.
Ja, das wurde unironisch vorgeschlagen. Auch hier scheint man die deutschen Sprachregeln einfach zu ignorieren. Studierende würde bedeuten, dass sie dies nur gerade in diesem Augenblick tun. Ich bin nur Studierend, wenn ich gerade lerne. Wenn ich aber dann zu Hause bin und Sport treibe oder musiziere, dann bin ich nicht mehr Studierend. Nur ein Student kann ich also dauerhaft sein. Und auch nur ein Bäcker bin ich auch am Feierabend, während ich nur in der Bäckerei backend bin. Es wird also auch hier die richtige Grammatik absichtlich falsch verstanden, um die Gendersprache zu zementieren. Und so wie wir vor 5 Jahren eigentlich noch Witze über das Gendern gemacht haben und dieses sich nun tatsächlich überall ausbreitet, so möchte ich euch auch nicht vorenthalten, dass es sogar noch extremere Ideen gibt. Da wäre zum Beispiel die Doctors for Choice Germany Seite, warum auch immer sowas auf Englisch sein muss, welche tatsächlich dafür argumentiert, man solle nicht mehr Frau sagen, sondern Mensch mit Gebärmutter oder gebärfähiger Mensch. Auch tragikomische Begriffe wie zu Fuß gehende statt Fußgänger wurden an anderer Stelle vorgeschlagen. Eine weitere Giftblüte vermeintlich gendergerechter Vorschläge zur Umgestaltung unserer Sprache finden wir in dem Buch Wie schreibe ich divers, wie spreche ich gendergerecht? Dies wurde auch schon von YouTubern wie Imp behandelt. Hier finden wir solche abstrakten Schönheiten wie zum Beispiel Pama, Pema, XL-Tex, Geschwistex, Dir Sternchen Ompa, Dex Opmex und anderen Schwachsinn. Völliger Irrsinn also. Man muss bei all dem bedenken, dass die Ideologen hinter der Gendersprache sich nicht damit zufrieden geben, wenn man ihnen ein bisschen entgegenkommt, sondern immer mehr fordern. Daher muss man zwingend auch schon Doppelnennungen ablehnen, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Nun, viele Formen lassen sich zudem überhaupt nicht ordentlich gendern. Was machen wir denn jetzt mit dem Wahlberechtigten? Soll es nun eine Wahlberechtigtin geben? Ich habe auch schon Mitgliederinnen und Mitglieder gesehen, da hier schlampig missachtet wird, dass das Mitglied ein Neutrum ist. Ein äußerst schlagendes Argument gegen das Gendern bleibt aber, dass es neue Diskriminierungen erzeugt. Wie gesagt, denkt bei Mieterinnen niemand mehr an Männer, da man die weibliche Innenendung nicht wie das generische Maskulinum als geschlechtlich neutral begreift, sondern eben immer als ausschließlich weiblich. Hier wird eine angebliche Diskriminierung von Frauen gegen eine echte Diskriminierung von Männern ausgetauscht. Interessanterweise haben Frauen in den letzten Jahrzehnten erhebliche Gleichberechtigungsschübe erhalten, obwohl in all diesen Jahrzehnten das generische Maskulinum verwendet wurde. Wäre es vielleicht möglich, dass gelebte Realität die Gesellschaft verändert und kein vorgeschriebener Sprachzwang? Aber das war noch nicht alles. Wie auch in meinen eigenen Gemeinschaftsnachrichten zu sehen, schädigt es massiv den Lernerfolg oder sogar Lernwillen von Ausländern, die Deutsch lernen wollen. Es ist unnötig kompliziert, nicht zielführend und verschafft diesen erhebliche Nachteile beim Lernen der Sprache. Gleiches gilt selbstverständlich auch für ältere Personen oder sogar Blinde, die über Bildschirmleseprogramme Texte vorgelesen bekommen. Gendern schließt also direkt einige Personengruppen aus. Natürlich habe ich auch in meinem persönlichen Umfeld gefragt, was die Menschen vom Gendern halten, vornehmlich Frauen. Keine von ihnen war dafür und in meinen Augen ist keine bodenständige Frau gereizt, wenn man sie als Mieter, Kunde oder Sportler bezeichnet. Es gibt also aus der Bevölkerung heraus überhaupt keinen Druck, die Sprache so zu verunstalten, sondern lediglich von politisch korrekten Strömungen, die von Schlüsselstellen aus Medien und Politik gestützt werden. Unternehmen unterwerfen sich der Entwicklung wie gewohnt nahezu widerstandslos. Sie wollen daraus in erster Linie Profit schlagen, indem sie durch Gendersprache Vielfalt und Offenheit suggerieren. Sehr auffällig ist auch, dass man gerne nur bei positiv besetzten Wörtern gendert, bei negativen Wörtern aber zufällig nicht Verbrecherinnen, Mörderinnen oder Faschistinnen schreibt. Die Unwissenheit in all diesen Bereichen führt sogar dazu, dass man das Wort Mann wie in Das macht man nicht abschaffen möchte, weil es dem Wort Mann ähnelt. Es wird also immer offensichtlicher, dass hier keine sachlichen Gründe vorliegen, sondern vor allem Ideologie, Unwissenheit und Egoismus eine Rolle spielen. Auch ob wir bei Berufen eher an Männer oder Frauen denken, hängt in erster Linie davon ab, wie viele den jeweiligen Beruf praktizieren. Wieso sind 60% der Medizinstudenten Frauen und wieso 70% der Apotheker, obwohl wir seit jeher von Ärzten und Apothekern reden? Weil das generische Maskulinum weitaus weniger Einfluss auf die Wahl der Karriere hat, als behauptet wird.
Es kann im Einzelfall einen Einfluss haben, das will ich nicht leugnen, aber es reicht niemals aus, um eine gesamtsprachliche Verunstaltung zu rechtfertigen. Anstatt also unsere gesamte Muttersprache zu verkomplizieren und das generische Maskulino mit einem unverhältnismäßigen Eingriff abzuschaffen, sollte man diese Personen entsprechend schulen, damit sie sich nicht ausgeschlossen fühlen. Man muss den Menschen klar machen, dass das generische Maskulinum geschlechtsneutral, praktisch und effizient für jeden ist. Denn wie konnte ich einmal auf einem Nachrichtenportal lesen? Eine Frau, die eine sprachliche Betreuung braucht, um zu begreifen, dass sie gemeint ist, wenn ich von den Mitgliedern oder den Mietern spreche, hat wohl eher ganz andere Probleme. Glücklicherweise gibt es bereits Widerstand und Erfolge gegen das Gendern. Zumindest bei den schlimmsten Auswüchsen wie dem Gendersternchen und anderen Sonderzeichen gibt es immer mehr Gegenwind. Vorreiter im Kampf gegen diese Sprachverschandelung ist natürlich der Verein Deutsche Sprache. Dort kann man sich an Aktionen, Petitionen und Aufklärungsarbeit beteiligen, wenn man möchte. Wie schon genannt, spricht sich auch der Rat für deutsche Rechtschreibung, der die amtliche Rechtschreibung festlegt, ebenfalls gegen Sonderzeichen aus, ist jedoch bei der Doppelnennung nicht ganz konsequent. Frankreich, die Schweiz und auch Sachsen haben diese Schreibweise sogar einfach über die Politik direkt für Ämter und/oder Schulen verboten. Friedrich Merz von der CDU sowie Winfried Kretschmann von den Grünen sprechen sich ebenfalls dagegen aus. Die Links findet ihr wieder in der Videoinfo. Es darf eben nicht sein, dass einfach jeder Sender, jede Zeitung, jede Stadtverwaltung in jedem deutschsprachigen Land seine eigene Fantasieschreibung nach Belieben anwendet, da es ja auch immer Absprachen mit dem gesamten deutschen Sprachraum in Österreich, Liechtenstein, Luxemburg, Belgien und der Schweiz gibt. Es muss im deutschen Sprachraum übergreifend eine klare und ordentliche Regelung geben. Gendern zerstört auch die Beständigkeit des Deutschen und entfremdet uns weiter von der Vergangenheit. Die Werke von Goethe, all die Dichtungen und Lieder und sogar unser Grundgesetz sind alle im generischen Maskulinum verfasst. Soll all das nun nachträglich gegendert werden? Würde das nicht all die geistigen Werke deutscher Sprache total entfremden und unverhältnismäßig verändern? Viele Intellektuelle, Autoren und andere sprechen sich daher ebenfalls gegen das Gendern aus, in vielen Fällen sogar Frauen, wie zum Beispiel Elke Heidenreich. Ich habe schon im privaten Umfeld erreicht, dass das Gendern an meinem Arbeitsplatz abgewehrt wurde, denn keiner darf mich oder andere zwingen, eine grammatikalisch fehlerhafte Rechtschreibung anzuwenden. Ich rate auch euch, dass ihr euch immer, wenn möglich, in angemessenem Maße darüber beschwert, zumindest wenn euch eure Muttersprache etwas bedeutet. Eine kurze elektronische Nachricht, ein Brief oder ein Anruf reichen meist schon aus, um gewissen Organisationen oder Ämtern klarzumachen, dass es Personen gibt, die das definitiv nicht wollen. Ein weiterer erwähnenswerter Fall ist der von Audi. Auch hier wollte man der politischen Korrektheit in vorauseilendem Gehorsam entgegenkommen und einen Leitfaden zum Gendern im Betrieb einführen. Dagegen hat aber ein Angestellter geklagt, da ein Arbeitgeber nicht einfach vorschreiben darf, wie man zu reden und zu schreiben hat, wenn es die Entfaltung des Persönlichkeitsrechts negativ beeinträchtigt. Das interessiert leider die Stadtverwaltungen von Hannover, Lübeck und einigen anderen Städten aber nicht. Denn dort wird man direkt gezwungen, diese Formen anzuwenden. Das ist ein weiterer springender Punkt. All diese Umformungen, die von der Mehrheit der Leute abgewiesen werden, entstehen nicht aus dem Volke heraus in einer natürlichen Sprachentwicklung, sondern werden von einer fast schon arroganten Minderheit, die massive Medienunterstützung hat, erzwungen. Natürlich bleiben auch unsere Universitäten und andere Hochschulen nicht verschont, beziehungsweise sind sogar Brutstätten dieser Gendersprache. Wer hier nicht gendert, kann schlechter benotet werden und wird zum Teil tagtäglich unter Druck gesetzt. Glücklicherweise kann man sich dagegen vor Gericht wehren, da Gendern eben keine korrekte Anwendung der deutschen Sprache ist, sondern ein eher missglücktes Experiment, Rechtschreibfehler aus ideologischen Gründen anzuwenden. Sogar Söder lässt in Bayern prüfen, inwiefern man den Hochschulen untersagen kann, dieses anzuwenden. In England macht man übrigens genau das Gegenteil. Man versucht, alle weiblichen Formen abzuschaffen. Actress für Schauspieler ist verpönt und man sollte nur noch Actor sagen. Bei einem Engineer denkt man erst einmal an Männer, obwohl es im Englischen gar keine grammatikalischen Geschlechter gibt. Und das bringt uns zu einem weiteren wichtigen Punkt, den ich vorhin schon einmal erwähnt habe. Es gibt ja auch Sprachen, in denen es gar keine grammatikalischen Geschlechter gibt, wie eben Englisch oder Türkisch. Und, oh Wunder, trotz des Fehlens gegenderter Wortendungen und Artikel gibt es dort nicht weniger oder mehr Sexismus aufgrund der Sprache. Und die Verteilung der Berufe ist dort fast genauso wie auch in Deutschland. Die Wertigkeit von Frauen oder auch Transsexuellen
ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die man eben nicht durch Sprachzerstörung erreicht. Eigentlich sogar das Gegenteil. Kommen wir nun langsam zum Schluss. Meiner Meinung nach sollte das Gendern also in jeder Hinsicht abgelehnt werden und ich appelliere an jeden Zuschauer, es selbst nicht anzuwenden und, soweit daraus keine unverhältnismäßigen Nachteile entstehen, sich bei jeder Gelegenheit darüber zu beschweren. Denn wenn man nichts sagt, werden sie keinen Grund sehen, damit aufzuhören. Wie gesagt, eine kurze Nachricht oder Anmerkung sollte einem die eigene Muttersprache also schon wert sein. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Gendern verstößt gegen alle grammatikalischen Regeln im Deutschen, schafft neue Diskriminierungen und macht unsere Sprache komplizierter, unpraktischer, länger, unleserlicher und hässlicher. Es ist ein künstlicher Symbolkampf von oben, der das Volk spaltet. Es zerstört die natürliche Entwicklung des Deutschen und ist in der ästhetischen Dichtkunst sogar äußerst schädlich. Sprüche wie "Der Kunde ist König", "Übung macht den Meister" oder "Der Klügere gibt nach" werden dann nicht mehr sauber anwendbar. Man kann mit keiner einzelnen Maßnahme eine absolute Gleichberechtigung herstellen, aber man sollte immer versuchen, eine möglichst hohe Gleichberechtigung mit angemessenen Mitteln zu erreichen. Gendersprache ist kein angemessenes Mittel, da sie fehlerbehaftet und diskriminierend ist. Ein Aufzwingen ist also in jeder Hinsicht unannehmbar. Die Grundfeste einer ganzen Kultursprache zu erschüttern, bedarf einer handfesten Begründung und einer dringenden Notwendigkeit. Wir müssen nicht beweisen, dass das generische Maskulinum gerechtfertigt ist, da es anhand der grammatikalischen Regeln erklärbar, bereits im Volke verankert und effizient ist. Ich hoffe daher inständig, dass dies nur eine peinliche Modeerscheinung bleibt, die sich im Laufe der Jahre widerlegt. Jeder Einzelne von uns kann dazu beitragen, diesen Unsinn möglichst schnell wieder zu Grabe zu tragen, auch indem wir das generische Maskulinum wieder stärken und andere aufklären, was es damit auf sich hat. Mit diesem Video habe ich euch einiges an Argumentationsmunition, Quellen und etwas, auf das ihr jederzeit verweisen könnt, geliefert. Nutzt das also gerne. Ich danke fürs Zuhören und bitte um sachliche Kommentare, die auch gerne kritisch, aber in keinem Fall beleidigend sein dürfen. Bis bald, meine lieben Zuschauer, bei mir wird niemals im Leben gegendert und ich bin mir sicher, dass auch alle meine weiblichen Zuschauer trotzdem wissen, dass ich auch sie in allen meinen Beiträgen anspreche und sie hier immer willkommen heiße. Euer Ludwig.